Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal im LS22 auf der Map Thalbach 2K23. Ja, wir wollen heute mal hier das erste Video 2024 eine Map-Begehung nutzen auf der Karte. Die Karte stammt auf dem LS17, war damals vom lieben Henny Gindrix gemobbt worden. Im LS19 hat sie der Yogi mit Helfern reingeholt. So, die noch hier, der Benny mit Gebäuden und so weiter und so fort. Und der liebe Yogi hat sie dann letztendlich in LS19 reingeholt. Und liebe Rebi Gaming, hat sie in LS22 geholt. So, die im LS19er hatte die schon eine gute Funktion. Im LS22er hatte natürlich auch schöne Produktion, schöne Ein- und Verkaufsstellen, viele Produktionsstätten, die alle so im Rahmen der Hof Bergmann sind. Es ist mir interessant zu sehen, die ganzen Funktionen mal von der Hof Bergmann auf einer anderen Map, sage ich mal so. Hier werden noch einige Mods benötigt. Die bekommt ihr auf der LSFM-Seite, beziehungsweise sind sie vielleicht in dem Paket dabei, habe ich jetzt nicht so ganz drauf geachtet. Ich weiß nur, ich habe sie mir runtergeladen bei Forbidden Mods. Also die Karte gibt es bei Forbidden Mods und ich habe sie noch auf LSFM-Seite gesehen. Ja, und das ist ein RAR-Ordner, 1,8 GB groß. Die Karte selber hat 990 MB, soweit ich den richtigen Kopf habe. Und dabei sind noch einmal Autodrive-Kurse in Ordner, in dem RAR-Ordner drin. Dann einmal eine Customer-PDA mit den Autodrive-Kursen. Dann einmal optional Mods und die Karte. Also ich denke mal, die Mods sind alle dabei. Wenn nicht, kann man sie da entsprechend runterladen. Steht auch auf der Seite, wo man runterladen kann, steht auch, wie man sie installiert und so weiter und so fort. Ja, gucken wir uns die PDA mal an. Also ich finde es sehr übersichtlich. Ist auch genau gleich wie LS19. Auch die Feldformen und so weiter und so fort. Wie ihr seht, wir haben hier mal alles gekauft, was zu kaufen geht. Also handelt es hierbei um 49 Felder bzw. Flächen, die man kaufen kann. Felder und Flächen. Und ja. So, Kartenübersicht. Auch die Produktionsstätten, An- und Verkaufsstellen und so weiter. Das ist alles so am LS19. Also ist schon so an derselben Stelle, sage ich jetzt mal so. Wir haben hier jetzt noch eine Orangenplantage noch mit dabei. Wir haben Forstgebiete mit dabei, ja. 3 Stück. So, und da kann ich euch noch mal zu sagen. Und zwar machen wir noch mal kurz Land. So, wie ihr seht. Die Forstfläche hier, die ist unterteilt. Das ist ein Stück, aber hier ist nochmal unterteilt. Hier auch 43 ist auch nochmal Wald. Also, man kann auch kleinere Waldstücke kaufen. So ist nicht. So, was ich richtig nice finde hier, ist definitiv die eigenen Icons, auch hier in der PDA. Ja, wir gehen mal hier auf, dann haben wir hier, ist die Weberei zum Beispiel, ja. Hier haben wir die Schweinchen. Ja, auch eigentlich, ich finde es schön, sehr schön gemacht. Ja, gucken wir uns mal unseren Hof an. Ja, wir stehen hier an der Hauptstraße vor unserem Hof. Hier sehen wir, wie ich den Verkehr aufhalte. Muss jetzt mal sagen, es sind jetzt auch mal ein paar andere Wägelchen hier, so die hier rumfahren. Finde ich auch sehr gut. Mir gefällt es persönlich. Na, gucken wir mal. Hier hört man sich schon zirpen. Hier geht's zu unserem Hof. Fangen wir ganz einfach mal hier mit dem Farmgebäude an. Wir haben hier unser Farmgebäude. Wir können es begehen. Hier ist unsere Küche. Oh, hier liegt was in der Luft. Es wird getrennt gegessen. So, dann haben wir hier unser Schlafzimmer mit Schlaf- und Kleiderschrank, also Schlafplatz und Kleiderschrank. Der Schlafträger. Hier können wir unsere Kätzchen, bekannt von der Hof Bergmann, kann man hier Kätzchen kaufen.
dann kommen wir hinten raus auf unseren Hof. Ja. Dann haben wir hier unsere ersten Außentiere, sage ich jetzt mal. Unsere Karnickel. Hier kann man Jungtier, Zippe und Rammler kaufen. 100 Stück gehen hier rein. Gefüttert. Wir kaufen mal eins, damit wir mal hier, wir haben hier mit Mais Plus, also ich habe jetzt hier mal, mache ich immer so am Anfang eigentlich, bei mir zumindest. Ich mache jetzt mal hier eine Zippe. Mache ich immer alle Mozzlers drin. Das heißt, die Karte wird jetzt gerade hier gespielt mit über 700 Mods. Dafür kann sie ganz gut ab, sage ich jetzt mal ganz einfach. So, dann gucken wir hier mal rein. Wir haben, also Kühe haben wir schon. Ja, hier seht ihr von Mais Plus natürlich das Futtermenü. Wir haben auch hier mal ein bisschen gefüttert, weil ich gucken wollte, ob man den Mist im Stall, sag ich mal, haben sollte oder rausholen muss oder ob der sich, ob der Misthaufen spawnt. Müssen wir mal gucken. So, die Kaninchen. Heu, Salat und Möhrchen. Hier beiden Hühnern natürlich auch. Ja, ganz klare Jacke. Hier brauchen wir auch das ganze Futter vom Mais Plus. PDF für Mais Plus liegt ja bei Mod bei. Da muss ich auch immer wieder reingucken. Empfehle ich auch euch natürlich. So. Dann haben wir hier unsere Tierchen. Hier hinter ist unser kleines Hofbeet. Was wir hier direkt am Haus haben. Finde ich auch sehr schön. Kann man auf jeden Fall noch so ein bisschen Geld mit generieren. Wunderbar. So, gehen wir zu einem zweiten Tierstall. Unser zweiter Tierstall. Ja, für mich persönlich, ich muss sagen, ich finde es ein bisschen, wie soll ich jetzt sagen, gewöhnungsbedürftig. Weil der halt hier so offen ist. Ja, da hätte man vielleicht was anderes nehmen können. Sagen wir mal so. Aber es wird schon seinen Grund haben, nehme ich mal an. Ja, dann gehen wir weiter in den Kuhstall. Hier ist ein Kuhstall. Der Kuhstall hat ein Ballenlager. Dort habe ich Ballen schon ausgelagert, aber ich habe Rundballen ausgelagert. Würde ich, ich weiß jetzt nicht, probieren wir gerade aus, ob ich kleine Quaderballen habe. Habe ich kleine Quaderballen? Stroh 1,20 Meter. 45, 35 mal 1,20. Da dürften ja kleine sein. Davon haben wir. Null. Null von null. Leider null von null. Weil ich hätte nämlich vielleicht sonst gesagt. Ja, ich hätte vielleicht sonst gesagt, würden die hier ausgelagert, weil die Rundballen. Die werden hinten im Ballenlager ausgelagert. Nehmen wir an, weil da auch Rundballen gelagert sind. Also muss man da sich umgucken. Ich habe die erst gesucht und gemacht und dann durch Zufall da gefunden. Ja, unser Kuhstall. Wir haben 5 Kühe mal gekauft, einfach. Nahrung haben sie schon ein bisschen, sag ich mal, gefressen. Wir haben hier noch Kälber-Iglus, auch bekannt von der Hofbergmann. Gucken wir mal. Ja, ich hätte jetzt mal hier ein Kalb weiblich. Kalb weiblich. Kaufen wir eins. So, das liegt dann hier drin. Braucht natürlich genauso Strohnahrung. Gucken wir hin mal ins Futtermenü. Kälber-Iglo. Er braucht genauso Grundfutter, Rauffutter, Saftfutter. Kann aber auch sein, dass nur Milch braucht, da das hier nicht angezeigt wird, weil das, wenn das wie bei der Hofbergmann ist, wird das ja auch nur normale Futter angezeigt, aber die Milch nicht. Normalerweise kriegt ihr aber auf der Hofbergmann kriegen die Milch. Wäre natürlich auch ganz klar, wa? Ansonsten muss man hier mal mit dem Futter gucken, dass das natürlich auch hat. Ja.
müssen wir hier mal, gehen wir hier mal rein. Mist, 41 Liter. Das ist die Frage. Es spawnt hier. Also heißt, Stahl muss selbst ausgemistet werden. Finde ich persönlich sehr schön. Finde ich gut. Da sind sie, unsere Mukus. Hier ist unser Wasserfass. Was ich hier dran sehr gut finde, ist, hier ist mal eine Tränke hinten dran. Ja, nicht zum, einfach nur ein Fass reingestellt, sondern mit Tränke, mit allem drum und dran. Sehr schön. Der Hof ist sehr geräumig. Was ich gut finde, sind auch Bäume mal hier auf der Weide. Macht schon dementsprechend was her. Ja, das war's mit unseren Tieren. Jetzt muss ich mal gucken. Ich weiß jetzt nicht, ob an meinen Mods liegt oder ob fehlt. Vielleicht ein Mod fehlt oder so. Ich hätte jetzt hier drauf gedeutet, ist ja ein mächtiger Platz. Ja, hier ist die Silo-Deko, sage ich jetzt mal. Ich hätte jetzt hier gedacht, dass hier ein Silo ist. Weil da hört es auf. Hier fängt es an. Ich würde mir hier dann sonst ein Silo hinsetzen. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Wäre very nice. Tof-Ausstattung. Kann ich immer nur eins sagen. Also wir haben hier einen guten, gute Ausstattung, gute Grundausstattung. Es fehlt zwar noch einiges, aber die Grundausstattung ist schon sehr gut. Wir haben Frontlader, wir haben Traktoren. Wir haben auch mal andere Traktoren. Ja, wir haben hier mal einen Landini. Wir haben hier vorne einen McCormick stehen. Ja, ist auch mal was ganz was anderes. So, hier ist der, oh, wie heißt denn der? Nivara, wo? Von Nissan. Der ist auch von der Hof Bergmann bekannt. Der ist hier für die Talbach. Extra zum Liefern und Laden von Materialien, Gütern, wie auch immer. Wir haben einen Hänger, wir haben eine Sämaschine, wir haben einen New Holland Drescher, auch mal was anderes. Wir können ja mal kurz reinschauen hier bei uns, was wir so haben. Und ich würde sagen, das ist immer ganz gut dabei. Hier ist so alles für Zubehör, ja, Paletten und so weiter und so fort und Eimer halt. Wa? Dann hast du hier Kisten noch für Orangen, für Äpfel, ne? Um halt die Bäume zu, die Verbrauchsgüter, die kriegst du jetzt so nett angezeigt, die Säcke liegen hinten in der Gartenhütte, habe ich eben gesehen. Ups. Die liegen in der Gartenhütte, um damit man den Garten direkt bestimmen kann. Dann haben wir hier unsere Schubkarre, unser Fasswagen. Ja, und dann geht's schon los. Wo, dann haben wir hier Tankanhänger, wie gesagt, die Traktoren, mittelgroß, also den hier finde ich schon sehr groß mit 264 PS. Ist eigentlich immer eine Karte gewesen, so für mittlere, kleine Maschinen. Aber ich denke mal, hiermit kommt man auch zurecht von den Größen hier. Beim Mähdrescher wird jetzt schon eine enge Kiste werden. Die Gabelstapler sind ja auf der Map verteilt, bei den ganzen Verkaufsstätten und so weiter und so fort. Ja, und dann seht ihr hier auch, wo Anhänger, Schneidweg, Fluggrupper, Zelltechnik, Gülletechnik, Mähtechnik, Bänder, Schwader und Ladewagen. Keine Presse. Dann haben wir ein bisschen Frontlader. Frontlader Werkzeug, Transportanhänger, Gewicht ist klar. Und Förderbandsystem, das ist das Meridian, was man braucht. Auch von der Hof Bergmann ist mit Autoload, um halt Güter überzuladen. So. Dann würde ich sagen, was ich natürlich auch sehr schön finde, habe ich jetzt wahrscheinlich, ob ich schon erwähnt habe, hier das sind die eigenen Icons am Hof. Ja, hier haben wir unser Hofsilo. Hier über die Karte verteilt sind Streusalzkisten für den Winterdienst. Finde ich auch eine sehr tolle Idee, sehr gute Idee. Dann haben wir hier noch unsere Hoftankstelle. Die Karte ist Manual System Ready. Das heißt, alles kann mit Schläuchen befüllt, entladen oder wie auch immer werden. Ja, dann haben wir hier unsere Gartenhütte. Da steht der Fasswagen drinnen. Hier seht ihr auch die Verbrauchsgüter. Ja? Das ist hier Gartensubstrat oder Gartendünger. Um halt hier auch schon ein bisschen Grund reinzubringen. Hier ist unser zweites Beet, unser Freilandbeet, auch am Hof, bisschen eingezäunt, mit dem Orangenbaum noch bei, also sehr schön. Dann haben wir hier unseren Fixfermenter für Silo-Herstellung. Wir haben hier, denke ich mal, hier diesen Spawnpunkt. Könnte ich mir jetzt vorstellen, ja. Hier haben wir auch noch mal diverse Bäume, also Orangen. Orangenbäume. Finde ich mega schön, dass man hier so eine kleine Produktionsstätte hier auch schon im Hof hat. Dann haben wir hier unsere Heutrocknung. Die wird mit Methan befeuert oder versorgt. Hier haben wir ein Saatgutlager.
Ja, wir haben hier, wird eingefüllt. Da kann man die Sache in Betrieb nehmen. Und dann seht ihr hier auch fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Für abends ein schönes Lagerfeuer. Sehr schön. Gut gemacht. Wir haben eine Hof-BGA. Die stellt natürlich Methan her für unsere Produktionsstätten hier oder Trocknungen, wie auch immer, am Hof. Und natürlich auch Gärreste für unsere Felder. Wenn man sie denn benutzt. Ja, hier ist unsere Getreidetrocknung. Auch die wird mit Methan versorgt oder muss mit Methan versorgt werden, damit es funktioniert. Was man dann hier aus unserer Biogasanlage bekommen, beziehungsweise an der Tankstelle auch kaufen kann, soweit ich das jetzt richtig im Kopf noch habe. Ja, das war hier so unser Hof. Also ist schon, ist auf jeden Fall, sag ich mal, ich würde mal in den Flugmodus wechseln, ist auf jeden Fall mal nicht zu klein, aber auch nicht so riesig. Ja. So, gehen wir mal hier hoch. Gucken uns mal an. Also er ist so ein bisschen weitläufig. Sag ich mal, nicht ganz so eng. Ja, ihr seht, Flugzeuge und so weiter haben wir hier auch. Die man so ein bisschen hört. Ach, der ist schon geräumig, der Hof. Wie gesagt, hier würde ich mir gerne noch so ein Silo hinsetzen, wenn ich die Karte bespiele. Ich weiß aber noch nicht, ich habe so viele Karten. Ah, ist immer ärgerlich. So, und ja, Hühner hinter die Kanickel, Kuhstall. Also seht schon, ist schon gut gemacht. Hier drüben waren wir noch nicht. Hier gehen wir jetzt mal hin und gucken uns die Geschichte an. Dazu fahren wir runter. Ja, am Fluss schwimmen auch diverse Kollegen, sage ich jetzt mal. Denn wie das hier ist, eine Schafsweide. Ja, hier kann man auch Ziegenmilch holen. Finde ich, ist auch sehr schön gemacht. Muss man wirklich sagen. Auch ein weitläufiges Terrain, sage ich mal so. Ja, Wasser, Futter, wie gesagt, ich finde das gut mit den eigenen Icons, finde ich halt schön. Cool. Damit hätten wir in Hofnähe natürlich auch noch Schafe, um auch noch mit Wolle Geld zu generieren. Neben unserem Hof ist ein trockener Bachlauf. Ich weiß nicht, ob der sich bei Wasser, bei Regen füllt oder so, kann ich jetzt nicht sagen. Hier schwimmen da Entchen drauf, auch sehr schön. Man hört es ja auch, kleines Bötchen. So, was haben wir hier noch? Wir haben auf der Karte hier eine Biogasanlage, die man betreiben kann. Wer es mag, ich bin da nicht so gerade der Riesenfan von. Wir haben hier ein Sägewerk. Wir haben Hubschrauber auf der Map. Wir haben hier ein Sägewerk. Und ich finde auch nicht das Schlechteste ist. Wo man halt auch alles abgeben kann und auch vielleicht, ich weiß gar nicht, ob man hier auch Hackschnitzel kaufen kann, aber ich glaube ja nicht nur verkaufen, eine Verkaufsstelle. Die Zeit damit gehört einem, da kommen natürlich hier Bretter und so weiter raus, was man halt so kennt. Langholzlager ist noch mit bei. Dann haben wir hier noch diverse Verkaufsstellen. Und hier ist unser Schweinehof. Aua. Entschuldigung. Ist mal gestoßen. So. Unser Schweinehof zeichnet sich aus. Ah, durch Unterstellmöglichkeiten, ist klar. Ist natürlich nicht so ausgebaut wie jetzt ein richtiger Hof. Auch logisch.
hat ein Ballenlager für Stroh. Ja, ist aber hier auch geräumig drinne. Also man kann hier noch einiges einlagern. Und vor allen Dingen haben die Tiere auch hier draußen Platz. Hier haben wir wieder den Wassertrigger, ja, für Wasser. Ballenlager finde ich gut halt für und sonstiges. Hier haben wir wieder unsere Gülle. Hier sieht er wieder das Männersystem. Also passt soweit auch. So, blitzen wir hier hinten rüber. Ich sehe doch hier, wow, landschaftlich. Gottes Willen. Ist es natürlich auch sehr schön geworden. Gar keine Frage, hier LS-Standards sind auf jeden Fall hier schön verbaut. Ampelsystem funktioniert auch, wie man sieht. Und dann schauen wir mal, da ist natürlich hier auch ein Trümmer, ja. Sehr schön. Ihr seht hier auch hier Kartoffellager, also Wurzelfrüchte, ja, ist hier alles verbaut. Die Saftfabrik. Kann man mit Sicherheit hier auch einiges mit reisen. Auch hier sehr schön. Technikraum kann man auch betreten. Ja, hier kannst du dann alles einschalten, machen und tun. Orangen. Orange gereinigt. Orangensaft, Orange fermentiert. Okay. Also ihr seht, hier gibt es verschiedene Schritte auch, die einzuhalten sind. Finde ich persönlich mal was anderes. Schön. Freut mich. Ja, sehr cool. Wie gesagt, auch hier alles mit Schläuchen, ja. Kann man wirklich nicht meckern. Ist richtig cool geworden. Sehr cool. E-Tankstelle, da sieht man auch die Stapler, die bei uns mit in der Liste drin sind. Natürlich klar, irgendwo müsste ihr aufdrücken. Servus! Da ist er ja wieder, der Servus. Ja, hier kann man schön abfüllen. Ja, wunderbar. Wasser. Sehr cool. Also finde ich cool. Sehr schön. Wir machen den Flugmodus nochmal an. Steigen nochmal auf. So, wir waren bei der Schweinemast, wir waren beim Haupthof. Ich würde mir gerne mal noch auf jeden Fall kurz mal noch gerne angucken. Na, wo sind wir denn? Katzen, Hühnergehege, Schafpeitschen. Den Pferdestall. Mann. Den würde ich mir gerne mal noch angucken. Hier ist Pferdestall. Den würde ich gerne mal besuchen. Auch sehr schön gemacht. Auch ein sehr schönes Gebäude geworden. Auch hier Ballenlager, Unterstellmöglichkeiten. Also ich denke mal, ist wirklich für jeden was dabei. Sehr schön. Sehr schön, gefällt mir. Also muss schon sagen. Fußgänger sind vorhanden. Hier ist eine kleine Koppel dran, ja, damit die mal rausgehen können. Definitiv schön. Hier ist ein Hindernisparcours. Auch gut gemacht, gut gelöst. Sehr schön. Ja. Coole Sache. Coole Sache. Besuchen wir auch mal. Hier ist die Pferdeweide, also die Pferdekoppel an sich. Die geht hier direkt in den Hof los. Das ist mit Sicherheit, ja, hier kannst du Pferde kaufen auch. Sehr schönes Icon auch wieder gemacht. Ja, toll. Futterraufe. Wasser. Ja, schön. Schön, schön.
Und wie wir sehen, hier auch mal zwischendurch, jetzt fällt hier auch wirklich andere Fahrzeuge wie im Standard hier rum. Ja, mal die LKWs, ein MAN ist auch mal was Schönes. Ja, ansonsten haben wir hier Gebäude, Standardgebäude zum Teil. Ja, wir haben hier die Tankstelle noch im Ort. Wir haben hier die Kirche, die kennen wir. Wir haben hier noch ein Gartencenter. Also, ich sehe, Kunden gibt auch was. Ein Mistverkauf oder Ankauf, nee, ein Verkauf, denke ich mir mal, wenn das Standard ist. Also ist schon wirklich hier sehr schön gemacht mit den Produktionen. Finde ich persönlich very nice. So, wir gucken uns gerade mal noch die sogenannte Fischzucht an. Die würde ich nämlich gerne mal sehen. Ich sage, der Kunde die Geschichte. Hier ist der Viehhändler. Ihr habt da alles soweit. Kann man hier gucken. Das Map-Ende. Da lässt sich immer drüber streiten. Ja, das ist immer so eine Sache. Der eine mag so, der andere mag so. Mir persönlich, ist das nicht mein Table. Also ich bin jetzt nicht, das ist nicht mein Fachgebiet, Map-Enden. Also ich achte, sagen wir so, ich achte nicht so riesig groß da drauf. Aber bin natürlich auch für ein schönes, ist natürlich auch schön, wenn man mal anders hat. Was habe ich denn jetzt gemacht? So, Hilfe, Hilfe. So aus. Ich weiß, wir haben Tastenkombinationen. Hier habe ich gerade schon wieder total vergessen, wie sie ist. Wir landen natürlich auf der Fischzucht. Wir gucken uns auch hier das Gebäude hier mal an. Auch sehr schön geworden, finde ich. Sehr schönes Ding. Begehbar. Wenn man nicht gerade so schwer ist wie ich. Hier kannst du raus, Nebenausgang. Hier haben wir auch wieder ein Schlafzimmer mit Trigger und mit Kleiderschrank. Also wirklich toll gemacht. Toll gemacht. Passend dazu ein Aquarium natürlich. Und hier haben wir unsere Küche. Ja, hier ist noch Idylle. Hier gibt es nur einen Tisch. Hier sitzen noch alle schön zusammen. So, dann gehen wir hier mal raus. Gucken wir uns die Geschichte hier mal an. Weil Fischzucht an sich ist ja eigentlich eher so eine seltene Geschichte im LS. Und ich muss mal sagen hier. Sehr schön gemacht. Fischfutter haben wir 0, Fischbestand 0. Hier sind die Trigger. Ups. Ich muss schnell mal wieder hier raus. Mir noch mal hier das Icon angucken. Moin. F1 Menü. Zuchtgebiet anschalten. Aha. Ja, man müsste wahrscheinlich erstmal Fische kaufen. Aber sehr schön gemacht. Auf jeden Fall. Sehr schön gemacht. Auch hier haben wir Unterstellmöglichkeiten natürlich. Um halt hier auch diverse Fahrzeuge nach unten zu bringen. Also finde ich natürlich cool, wenn das hier so ein bisschen auch mit noch irgendwo hier Möglichkeit bestimmt zu räuchern oder so. Das wäre natürlich auch schön, um Fisch zu verkaufen. Auch hier immer alles hier mit Tönen animiert.
Finde ich auch sehr gut. Einfach nur schön. Ja, zu guter Letzt würde ich mir noch gerade kurz gerne mal mit euch mal die einzelnen Produktionen, so, das werdet ihr rausfinden, wenn ihr euch die Karte mal runterladet, das ist schon gemacht. Ist schon gemacht. So, also wir sind hier. Ich hätte jetzt gerne mal noch den Schafstall besucht. So. Hier ist der Schafstall. Hier haben wir unser Menü für die Schafe. Wir haben dabei eine schöne Schafsweide. Ich glaube, hier war mal eben schon mal, wo ich gesagt habe, mit der Ziegenmilch. Ach, ne, das kann auch sein, dass das neben dem Hof die gewesen ist. Also hier ist auch so ähnlich, war viel zum Lagern und auch natürlich hier zum Ziegenmilch abholen. Hier haben wir wieder Streusalzkisten, die sind überall verteilt. Hier fährt mein Teleskoplader rum, finde ich auch richtig gut. Ja, ihr Lieben, was soll ich sagen, man findet es heraus hier, in den Rest ist also wieder mal eine lohnenswerte Karte, definitiv. Sehr schön gemacht. Ich guck mal, ich weiß nicht, ob ich hier drauf, wie gesagt, ob ich die auch noch bespielen kann, weil ich habe so viele, das reicht eigentlich. Wollte mich eigentlich dies hier so ein bisschen mehr festlegen und dafür dann intensiver die Karten bespielen. Könnt ihr auch mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr so meint dazu. Ob lieber ein paar Karten mehr, damit ein bisschen Abwechslung drin ist. Oder ob man sagt dann lieber, nee, mach lieber ein paar weniger. Ein bisschen Abwechslung dafür intensiver. Würde mich freuen. Ja, ihr Lieben, auf jeden Fall würde ich sagen, würde ich mich gerne verabschieden von euch. Würde mich nochmal bei euch bedanken für das Jahr 2023. Für eure Abos, eure Likes, eure Hilfe, eure Unterstützung, eure Kommentare. Und bedanke mich natürlich ganz recht herzlich dafür. Wünsche euch nur das Beste, bleibt gesund, habt eine schöne Zeit, eine schöne Woche noch. Und ich würde sagen, bis dahin, euer Marian Virtual Farming. Bis dahin, ciao, ciao, macht's gut.